jetzt ist es mal Zeit, Ihnen zu zeigen, wo wir da überhaupt unterwegs sind heute am Mittwoch. Wir sind seit Montag schon in der Steiermark. Gestern waren wir in Hausmannstetten und von dort sind es nicht viele Kilometer hierher nach Fahrsolzberg, eine Gemeinde südöstlich von Graz, von der Landeshauptstadt. Das Besondere in Fahrsolzberg oder eines der Besonderheiten ist dieser Achtseckstadel, angeblich sehr, sehr selten, aus dem 18. Jahrhundert stammt er. Früher vermutet man, war da ein Brunnen drinnen und heute wird er in Fahrsolzberg für Veranstaltungen genützt. Fahrsolzberg, eine Gemeinde mit rund 5000 Einwohnern, wobei, wenn man es genau nimmt und die Vierbeiner auch dazu zählt, sind es deutlich mehr. Selbst bin ich täglich am Gnadenhof, also ich mache die ganze Fütterung, die Sauberkeit. Ich bin jeden Tag hier, 7 Tage in der Woche und da befreunden sich natürlich an die Tiere. Die Liebe geht durch den Magen, ich werde dann ein bisschen Brot verteilen, im Sommer gibt es sehr viel Äpfel, dann haben wir sehr viel Apfelspenden, heuer war eine gute Ernte. Und der das immer bringt jeden Tag, der ist natürlich sehr beliebt, Gott sei Dank. Die Tiere spüren die Zuneigung von Michael Stracke. Viele seiner Tiere hat der Tierschützer persönlich aus großer Not gerettet. Seinem beherzten Engagement ist es zu verdanken, dass die Todeskandidaten nicht im Schlachthof landen oder elendig zugrunde gehen. Der Leo ist ein großes Riesen, der nicht verschmust ist. Begonnen hat alles mit ein paar streunenden Katzen, die vom Ehepaar zu Hause aufgenommen wurden. Die Armen sind blind, sind krank, sind keine Besitzer mehr, haben irgendeine Behinderung haben. So haben wir die einen angefangen und dann haben wir rundherum um unser Haus eigentlich Flächen zugepachtet. Wenn wir bei einer Kleinlandwirtschaft zum Beispiel eine arme Katze geholt haben, dann haben wir gesehen, dort sind noch Ziege, da ist noch ein Schwein, da sind Hühner. Und haben uns gefragt, wo kommen diese Tiere eigentlich hin? Die haben eigentlich keinen Platz gefunden, die sind ja meistens zum Schlachter gegangen. Oft werden so verwahrloste Tiere, die haben ein Leben lang zu wenig zu fressen bekommen, es ist nicht ausgemistet worden. Und die Tiere haben uns leid getan, wenn sie schon so ein schlechtes Leben vorher gehabt haben, dass sie dann gleich zum Schlachter gehen, nur weil der Besitzer verstorben ist oder nicht mehr schauen kann. Und dann haben wir in der Gegend dazu gebrachtet und haben auch diese Tiere mitgenommen. Weil wir keinen Halt machen, ob das Hund, Katze ist, jedes Tier hat das Recht auf ein gutes Leben. Mittlerweile ist der Gnadenhof auf 24 Hektar angewachsen. Auch Amtstierärzte weisen der Herberge vernachlässigte Haus-, aber auch Nutztiere zu. In dieser sicheren Umgebung bleiben sie bis zu ihrem Ableben. Finanziert wird der ständig wachsende Gnadenhof durch Privatspenden. Es ist halt schwierig. Jeder Zaun kostet das, jeder Stiefel kostet das, die Umbauarbeiten. Braucht man Mitarbeiter auch, die da mithelfen und es ist immer sehr schwierig. Also was uns hindert, sind eigentlich die Finanzen. Wir müssen leider Gottes, es ist für uns sehr schwierig und so versuchen wir halt Spenden zu lukrieren. Natürlich ist bei Nutztiere schwieriger wie bei Hund und Katze, das geht leichter. Fast ausschließlich aus der eigenen Tasche finanziert Helga Gößler ihre Pflegestation für Igel in Not. Ein Auffanglager für stachelige Gesellen, die in großer Zahl über den Winter gebracht werden müssen. Sie brauchen so circa 600 bis 700 Gramm, dass sie in Winterschlaf gehen können. Und alle, die da gebracht worden sind, sind so circa 200 bis 400 Gramm. Und die würden den Winter nicht überleben. Die werden bei uns halt aufgepäppelt. Volle Igelstube heißt für die unermüdliche Igelmutter, kaum mehr schlafen zu können, denn alle 2 Stunden bekommen die verwaisten Babys Nahrung und einige von ihnen auch Medizin. Also kann ich mir schauen, wie man es behandelt und so. Weil im Laufe der Zeit weiß man schon, wenn einer hustet, nicht, was man da geben muss. Du, gib Ruhe, der ist gesund, gell?
ganz gesund. Das sieht man, die Augen sind so schön, so Knopfaugen und die Nasen ist nass. Aber 36 Zähne hat er. Und wenn er zubeißt, tut es weh. Das Tränen fließen, wenn die aufgepäppelten Egel wieder im Frühjahr freigelassen werden, will die Tierpflegerin aus Fasolzberg gar nicht leugnen. Obwohl es für Helga Gößler das Schönste ist, wieder einen stacheligen Mitbewohner gerettet zu haben. Michael Stracke vom Gnadenhof hier in Fasolzberg ist heute auch bei uns in der Sendung zu Gast. Herr Stracke, schönen guten Abend. Wir haben gerade im Beitrag gesehen, dass Sie sehr viel Energie, sehr viel Zeit in die Arbeit und auch in die Rettung der Tiere hineinsetzen und dass das viel Zeit braucht. Fragen Sie sich manchmal nicht, warum mache ich das überhaupt? Nein, überhaupt nicht. Wir machen das sehr gerne. Also großteils die Arbeit mache ich mit meiner Frau. Und das machen wir gerne. Das ist unser Hobby. Wir sehen jeden Tag die Tiere, die so aus schlechter Haltung kommen, komplett verwahrlost sind, wie die dann aufblühen, bei uns anständig zunehmen und dankbar sind über jeden Leckerbissen, über Heu, über einen sauberen Stall. Und das ist unsere Bezahlung eigentlich und das freut uns, das machen wir gern und machen wir gern 7 Tage die Woche. Vor 18 Jahren wurde dieser Gnadenhof gegründet. Haben Sie mitgezählt, wie viele Tiere Sie in diesen 18 Jahren aufgenommen haben? Ja, es sind in unsere Hände ca. 25.000 Tiere gegangen. 25.000 ja, Tiere? Vom Hamster bis zum Meerschweinchen, Hühner, Nutztiere, alles vom Pferd bis zur Esel, Ziege, Schafe. Woher kommen denn die meisten? Von wem werden die gebracht? Ja, wir haben sehr viele, wo wir mit Amtsärzten zusammenarbeiten, aus schlechter Haltung. Dann haben wir viele, was so kleine Landwirtschaften sind, wo die Besitzer nicht mehr schauen können drauf. Zum Beispiel, oder ungewollte Tiere einfach, wo jemand unüberlegt ein Tier sich nimmt und dann es nicht mehr will. Also das gibt es nach wie vor. Im Moment, wie viele Tiere sind da bei Ihnen am Gnadenhof? Jetzt haben wir ca. 1500 Tiere. 1500? Welche ist die größte Gruppe? Also von welcher Rasse, von welcher Art gibt es am meisten? Die Kleintiere sind die größten, so wie Hasen, Meerschweinchen, Hühner, Enten, ja. Ziegen, Schafe haben wir sehr viele. Weil sehr viele Leute nennen sich Schafe zum Grasmähen. Und dann merken sie im Winter, ist der Stall zum Putzen, ist zum Füttern. Und dann wollen sie wieder loswerden und deswegen haben wir von diesen Tieren sehr viele. Katzen haben wir auch viele gesehen im Beitrag. Wissen Sie überhaupt, wie viele Katzen bei Ihnen leben? Mindestens 200 bis 300. Also wir wissen jede einzelne, weil die alten Katzen, wenn die mal 15 oder noch älter sind oder Medikamente brauchen oder irgendeine Krankheit haben, die sind schwer zu vermitteln. Wir kastrieren zum Beispiel 2000 Katzen pro Jahr. Also diese Streunerkatzenhilfe ist ein großer Punkt von uns. Und auch von diesen gibt es immer Katzen, die nicht mehr zurück können zum Platz, weil irgendwann ein Haus abgerissen wird oder weil jemand verstirbt und nicht mehr füttern kann. Und die bleiben natürlich dann im Gnadenhof. Wir haben auch gehört, dass sie sich großteils über Spenden finanzieren. Dennoch habe ich mir, als ich mir heute Nachmittag den Beitrag angesehen habe, mir gedacht, wie geht sich das finanziell überhaupt aus? Das können doch nicht so viele Spenden sein, dass man da ein Jahr durchkommt und dann auch noch leben kann. Schwierig. Es ist von Tag zu Tag zum Kämpfen eigentlich, weil wir sehr viele Tiere nehmen, obwohl wir es in Wirklichkeit nicht finanzieren können. Aber es ist ein Notfall und es geht nicht anders. Man muss gewisse Tiere, wenn jetzt da jemand verstirbt und die bleiben dort zurück, dann muss man die einfach nehmen. Ob man das jetzt da finanzieren kann oder nicht, das denken wir erst später nach. Wie viel kostet die Erhaltung? Darf man das fragen? Einige 100.000 Euro. Im Jahr? Ja. Okay. Geld kommt aber auch rein durch Veranstaltungen. Am 1. Dezember gibt es einen großen Weihnachtsmarkt bei Ihnen. Was erwartet da Besucher? Ja, wir haben einen großen Weihnachtsmarkt. Wie gesagt, man kann die Tiere alle besichtigen. Es gibt Kastanien, Glühwein, Kartoffelgulasch, gut, das heißt, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Und die Tiere sind alle zu besichtigen. Darf man mal streicheln? Ja, das ist am 1. Dezember am Samstag ab 10 Uhr. Herr Stracke, vielen Dank für den Einsatz und auch für den Besuch heute bei uns. Ja, danke schön. Gestern waren wir noch in Hausmannstetten zu Gast und wollten von Ihnen wissen, welche